bin Dominik Böhnke, bin 17 Jahre alt und gehe auf das Herzog-Ernst-Gymnasium hier in Uelzen. Ja, 2015 war mein mit Abstand erfolgreichstes Jahr. Ich bin dreimal deutscher Meister geworden und war in der Herrenmannschaft der KSG Uelzen der beste Spieler über die Saison. Hinzu sind noch ein paar Landesmeistertitel gekommen und der Bezirksmeistertitel im Einzel. Ja, das hat sehr früh angefangen. Als kleines Kind schon bin ich mit auf die Kegelbahn genommen worden von meinen Eltern. Mein Onkel hat hier in der Bundesliga gespielt. Und dann war das für mich einfach gang und gäbe, zum Kegeln zu gehen. Und so bin ich dazu gekommen. Irgendwann bin ich in einen Verein eingetreten, habe Spaß daran gefunden, auch selber zu kegeln. Und als dann die ersten Erfolge kamen, war der Sport für mich mein halbes Leben. Ja, ich möchte mich bei allen, die mich unterstützt haben, bedanken. Besonders bei meiner Familie und bei dem Verein Uelzener Kegler, bei meinen Trainern Ingeborg und Achim Severin. Und ich möchte mich dafür bedanken, dass ich in dieser Stadthalle da hinten so viel trainieren kann, was eigentlich der Grundstein meiner gesamten Erfolge ist. Und ich hoffe, dass ich das auch noch jahrelang machen kann. Vielen Dank.